Nun schließe deine Augen. Spüre deinen Atem. Spüre dein Herz und deinen Körper. Genieße diese Minuten der völligen Ruhe und der Verbundenheit zu allem, was ist. Denn die Engel haben sich versammelt. Sie haben sich in deinem Raum versammelt, voller Freude, dass sie jetzt in diesem Moment für dich wirken dürfen. Und so bitte ich dich, dies auch zuzuladen und dich zu öffnen. Und so beginnt Erzengel Michael, an deinem Wurzelchakra zu arbeiten. Erzengel Michael berührt dein Wurzelchakra voller Liebe mit dem Strahl der Reinigung. Entfernt alle kristallinen Strukturen, welche dich jetzt in diesem Moment hindern, standfest, standhaft zu sein, welche dich daran hindern, nicht zu wissen, was du möchtest. Und so wirkt Engel Michael für dich voller Hingabe. Gleicht aus, was ausgeglichen werden soll, und lädt dein Wurzelchakra mit neuer Energie auf. Spüre, wie es größer wird und sich ausdehnt. Und nun kommt Engel Hilarion. Engel Hilarion, welcher für dein zweites Chakra wirkt. Dort, wo dein inneres Kind voller Freude wirken möchte. Dort, wo deine Impulse entstehen. Und so wird nun dein zweites Chakra gereinigt und ausgeglichen. Engel Hilarion tut dies in der größten Achtsamkeit für dich. Spüre, wie dein zweites Chakra ausgeglichen und ausgedehnt wird, wie neue Energie einströmt, wie dein inneres Kind neue Kraft und neue Ideen bekommt. Und nun kommt Engel Uriel. Engel Uriel, welcher deinem Solarplexus zu neuer Kraft verhilft, welcher deine Gefühle von Verletzungen heilt, welcher ausgleicht, was ausgeglichen werden darf, welcher dein drittes Chakra reinigt und mit Liebe neu auflädt. Spüre, wie dein drittes Chakra neu aktiviert wird und sich voller Liebe ausdehnt. Engel Uriel wirkt für dich in tiefer Hingabe. Und nun kommt Engel Shamuel. Schau dir liebevoll in die Augen.
und betrachtet dein Herzchakra. Er sieht, wo du Herzschmerzen hast, wo deine Liebe verletzt wurde. Er sieht, wo dein Herz verschlossen ist. Und da berührt er dich sanft mit seiner Liebe. Streichel dein Herzchakra. Lass es geschehen. Spüre, wie dein Herzchakra leicht warm wird, wie Energien abfließen dürfen, welche dir wehgetan haben. Und lasse zu, dass ich dein Herz ausdehnen kann, jetzt in diesem Moment. Lasse zu, dass ich dein Herz öffnen kann. Er wirkt ebenfalls in tiefer Hingabe für dich. Und er flüstert dir Worte aus der Wirklichkeit in dein Ohr. Ani, o Hevet, o Trach, du bist so unendlich geliebt. Nehme die Heilung an, geliebte Seele. Ich, Engel Samuel, bin für dich da, dich zu trösten und zu lieben. Nun kommt Engel Vista, berührt dein Halschakra. Berührt es da, wo vielleicht Worte sind, die noch nicht ausgesprochen wurden. Nimmt die kristallinen Strukturen von dir, welche dich hindern, zu dir selbst zu stehen, das zu sagen, was wichtig ist. Und so wird dein Halschakra gereinigt und ausgedehnt mit der Energie der bedingungslosen Liebe der Wirklichkeit, mit dem weißen Strahl der Elohim. Spüre, wie es größer wird, wie es reiner und größer wird. Lass es geschehen, es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Nun kommt Engel Zadkiel, berührt dein drittes Auge, berührt es sanft, entfernt kristalline Strukturen, welche sich mit der Zeit angesammelt haben, reinigt dein drittes Auge, so wie es gut für dich ist in diesem Moment. Die Energie fließt, so wie es für dich spürbar, individuell am besten ist. Engel Zadkiel wirkt für dich voller Hingabe. Strukturen werden entfernt,
welche dich daran hindern, zuzulassen, dass auch du diese Vorstellungskraft hast, dass auch du die Fähigkeit hast, mit dem dritten Auge zu sehen. Nun dehnt er dein drittes Auge aus, lässt es so viel größer werden, wie es jetzt gerade für dich gut ist. Genieße die Energie. Nun kommt Engel Jophiel und öffnet dein Kronenchakra. Reinigt alle Strukturen, welche dein Kronenchakra mit der Zeit angenommen hat. Er reinigt voller Hingabe. Vielleicht spürst du die Energie auf deinem Kopf. Energie aus der Wirklichkeit fließt ein. Dehnt dein Kronenchakra aus. Hebt dein Bewusstsein an. Und lässt dich dein göttliches Feuer erkennen, welches in dir ruht und so strömt ein göttlicher Strahl der bedingungslosen Liebe aus dem Universum in dein Kronenchakra hinein. Und dieser Strahl strömt nun von oben beginnend langsam durch jedes Chakra hindurch, vom Kronenchakra in dein drittes Auge, von dort in dein Halschakra, in dein Herzchakra, in dein Solarplexus, in dein Sakralchakra und in dein Wurzelchakra. Spüre, wie du vollkommen mit Licht aufgeladen bist. Spüre, wie du vollkommen in deiner Mitte bist, verbunden mit allem, was ist, und dennoch auf der Erde verbunden mit der Erde. Denn jetzt lasse diesen Strahl des Lichtes durch dein Wurzelchakra in die Erde fließen, in die Mitte von unserer Erde, und spüre deine Vollkommenheit, denn jetzt bist du mit der Wirklichkeit und mit der Erde verbunden, ein Teil vom Großen und Ganzen, und die Liebe von Mutter Erde und der Wirklichkeit fließt durch dich durch.
Genieße noch ein wenig diese Energie. Sie trägt die bedingungslose Liebe, welche immer ist, welche bei dir ist, welche deine Seele erinnert, dass auch du diese Liebe bist. Und nun spüre, wie du dich ausdehnst, wie deine Aura immer größer wird, wie du vollkommen mit diesem Licht erstrahlst. Ein göttlicher Mensch auf Erden, ein Engel in Menschengestalt. Und wenn du später die Engel rufst und sie bittest, dies für dich zu tun, werden sie jedes Mal deine Chakren reinigen und klären. Und jetzt kommst du langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück.